Heute soll gefeiert werden in Südossetien. 10 Jahre selbsternannte Unabhängigkeit von Georgien. Die Feierlichkeiten werden unterstützt von Russland, das de facto seitdem die Kontrolle über Südossetien hat. Auch hochrangige Gäste aus anderen selbsternannten Republiken wie Donetsk und Luhansk werden erwartet. Was man dazu sagen muss? Russland ist eines der wenigen Länder, die die Unabhängigkeit Südossetiens anerkannt haben. In der georgischen Hauptstadt Tiflis dagegen wird in diesen Tagen gegen die russische Besetzung der Landesteile Südossetien und Abchasien demonstriert. Denn viele Georgier mussten aus diesen Regionen fliehen. Und in Georgien befindet sich nun eine inoffizielle Grenze, eine Wunde, die alles andere als verheilt ist, wie Dirk Schräder zeigt. Vor einigen Tagen eine Demo in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Die Demonstranten kommen aus allen politischen Richtungen. Sie alle eint nur eins, ihr Protest gegen das, was vor genau 10 Jahren mit ihrem Land geschah. Damals, im August 2008, kämpften Georgien und Russland einen ungleichen Krieg. Nach 5 Tagen mit 850 Toten und rund 3000 Verwundeten war er vorbei. Doch die Auswirkungen betreffen Georgien bis heute. Denn seither hält Russland die beiden Landesteile Südossetien und Abchasien besetzt, immerhin ein Fünftel des georgischen Staatsgebietes. Rund 400 Georgier demonstrieren heute Abend gegen diese Besetzung. Ihr Motto: Putin, verpiss dich. Weil Georgien und Russland seit dem Krieg keine direkten diplomatischen Beziehungen mehr unterhalten, findet die Demo vor der Schweizer Botschaft statt. Sie vermittelt zwischen den beiden Ländern. Die georgische Schriftstellerin Junona Guruli lebt zwar seit 19 Jahren in Berlin, aber heute Abend wollte sie mit ihrem selbstdesignten T-Shirt unbedingt dabei sein. Also ich hätte mir gewünscht, dass da noch viel mehr Leute da sind. Es sind viele, aber es müssen 10 und 100-fach mehr sein. Weil unser Land ist immer noch von Russland okkupiert. 20% unseres Landes ist weg. Und was mich sehr ärgert, ist, dass überall aus jeder Bar und Restaurant russische Musik zu hören ist. Die Stadt ist überfüllt von russischen Touristen. Und sie benehmen sich so, als ob sie, keine Ahnung, in ihrem Land wären. Das ärgert mich sehr. Heute werden noch einmal Bilder aus dem Krieg gezeigt. Auf der Demo in Tiflis dominiert ein Gefühl der Demütigung nach russischen Grausamkeiten. Und faktisch bleiben Teile des Landes besetzt. Auch wenn dieses Schild etwas anderes behauptet, dies ist keine Staatsgrenze. Hier ist Georgien, drüben beim Schild liegt Südossetien. Besetzt, sagen die Georgier, unabhängig antworten Südossetien und Moskau. Diplomaten nennen diesen Zaun administrative Begrenzungslinie mit schweren Folgen für die Menschen hier. Wir haben einen Garten. Und gleich da drüben, direkt an der Grenzlinie. Wenn ich dorthin gehe, kann ich nie die Enkel mitnehmen. Jede Sekunde können andere welche kidnappen. Die Bauern arbeiten im Garten, Da werden jeden Tag Leute gefangen und verschleppt. Ich habe immer Angst. Das georgische Dorf Dvali hat der Zaun über Nacht geteilt. Immer wieder werden hier georgische Bauern, die ihre Felder drüben auf der südossetischen Seite bearbeiten, festgenommen. Nach Prügeln und Zahlung einer saftigen Geldstrafe dürfen sie zurück. Fahrt entlang der administrativen Begrenzungslinie. Täglich patrouillieren hier Beobachter einer Mission der Europäischen Union. Allein 2017 haben diese Beobachter über 1600 Zwischenfälle registriert. Eine Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht. Wir sind jetzt seit 10 Jahren zur Überwachung hier. Jeden Tag hören wir von Menschen, die dieser Konflikt betrifft. Menschen, die die Gräber ihrer Familien nicht mehr besuchen können oder Bauern, die ein kleines Stück Land haben. Das sind nur 1-2 Hektar. Winzig für Europäer, aber sie leben davon und kommen einfach nicht hin. An der Autobahn nach Tiflis liegt die vor 10 Jahren als Notunterkunft angelegte Siedlung Zerovani. Bis heute leben hier 8.000 der insgesamt 30.000 aus Südossetien vertriebenen Georgier. Auf den Straßen herrscht wegen der Vertreibung Resignation. So,
Man gewöhnt sich nie daran. Aber was sollen wir machen? Für die Alten ist es sehr schwer, das alles auszuhalten. Viele der Alten sind längst gestorben. Aber die Jungen fangen jetzt an, diese Häuser auszubauen. Sie haben ja auch gar keine andere Chance. Der Ärger zwischen Georgien und Russland um die besetzten Gebiete ist nicht nur ein sogenannter Frozen Konflikt, ein eingefrorener Konflikt also. In Europa ist er vor allem eines: vergessen.